Jo, da wären wir wieder. Ich habe einen temporären Fix gefunden für die endlose Nacht. Und es ist wirklich eine endlose Nacht und jetzt ist es ein endloser Tag. Aber ich denke mal, es ist in allermanns Sinne, dass wir lieber einen endlosen Tag haben als eine Nacht. Was aber auch nicht schön ist. Also wenn ihr eine Idee habt, wie man das fixen kann, also wie man die Zeit quasi wieder startet, dann immer her damit. Ich bin gerade ein wenig ratlos. Ich weiß auch nicht wirklich, woran es liegt. Also es kann an vielen Dingen liegen. Es kann an dem Time Display Mod liegen, wobei der eigentlich nur die Daten ausliest und hier oben ausgibt. Den Zeit-Vorspul-Mod, den habe ich gar nicht drauf. Es könnte an DITEC liegen. Es könnte an dem Sprung von der alten DITEC-Version jetzt zur neuen DITEC-Version liegen. Es könnte am Sprung von der Vanilla-Version sein, da haben wir ja auch gemacht. Also sind ja von 0.10 zu 0.11 gesprungen. Wir sind aber auch bei DITEC von der alten Version auf die neue gesprungen. Also es gibt tierisch viele Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Und das ist dann natürlich ein wenig schwierig rauszufinden. Achso, hier müssen wir wieder Sachen kaputt machen, ne? Ja, warte mal. Das finde ich echt ein wenig unpassend, dass wir immer hier so ein bisschen was kaputt machen müssen, um das reinzulegen. Also, dass die Blaupausen nicht einfach da was hinsetzen, wo sie hinsetzen können und alles andere ignorieren. Das wäre praktisch. Aber na gut. Also, wir wollten uns weiter hier rum kümmern, dass die Kupferbasis sicher ist. Das werde ich jetzt auch machen. Also eigentlich nur durchgehend Lasertürme bauen. Dann kriege ich keinen Stahl. Okay, ich muss mich da hinstellen, um Stahl zu bekommen. So. Achso, was? So, na also. Zack, zack, zack. Da haben wir keine Roboport-Abdeckung. Das mache ich gleich. Und warum kriege ich keinen Stahl? Chop, 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 chop. Ich bin im Robo-Einflussbereich. Ich habe keine Ausrede mehr. Seid ihr da beschäftigt? Da kommt einer mit Stahl. Alles mau. So, Lampen kommen, Mauern kommen, Lasertürme, ist so eine Sache. Aber ich denke, die werde ich setzen müssen. Ich werde jetzt erstmal, wie gewohnt, überall drei hinsetzen. Und dann nach und nach alle überschüssigen Türme, die ich so ansammle, in eine Kiste schmeißen. Und dann setzen die Roboter das von alleine hin. Also ich brauche einen Roboport und zwar einen guten am besten. Habe ich den guten schon gesetzt? Da ist der eine, nichts blinkt auf, da ist der andere, nichts blinkt auf. Was habt ihr da? Ihr habt meinen Stahl, kommt her. Ich bin nur ganz kurz aus dem... Ich bin nur ganz kurz außerhalb der Reichweite gewesen. Nur ein paar Sekunden warten müssen. Okay, also. Rein da. Zu. Was kann ich eigentlich jetzt noch machen? Fällt mir gerade an. Also wir kümmern uns momentan nur um das Kupferproblem, damit die blauen Tränke schneller laufen, damit die Forschung schneller läuft, damit wir stärker werden. Warum fliegt ihr mit dem ganzen Zeug nach da hinten hin? Das sind schon ziemlich viele Roboter. Okay, was sagen die Kisten? Die Kisten sagen, alle Roboter sind beschäftigt. Inzwischen sind es 380 Stück. Das ist ordentlich, ja. Kann man nicht anders sagen. Was sagt Skynet? Du warst... Wo warst du? Skynet? Hier unten, ne? Hier. Skynet sagt, ich habe kaum rote Chips. Flup, 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 flup. Ein Roboter mehr. Da die Hälfte. Das muss auf jeden Fall weiter ausgebaut werden. Und weiter ausgebaut werden muss das da. Wobei, brech das kurz ab. Ich wollte eigentlich die besseren Roboports inzwischen haben. Dafür bräuchte ich nur mehr Stahl. Aber der kommt jetzt ja endlich. Oh, warte mal. Stahl, Zahnräder selber gießen.
Haben wir noch so ein Gießding? Mach mal ein Gearpresser. Uff. Braucht ein bisschen was, ne? Dann machen wir jetzt nämlich einen Gearpresser nur für Stahlzahnräder. Und ich hätte gerne in meinem Inventar immer 200 Stahlzahnräder. Weil wenn ich die selber im Inventar herstelle, dann ist das wieder so ein Verlust mit drin. Und Verlust ist doof. Auch wenn Eisen gerade sehr gut aussieht. Oh. Eisen gerade nicht mehr ganz so gut aussieht wie vor kurzem noch. Gucke ich mir auch mal schnell an. Also wahrscheinlich wird einfach nur einer von den ganzen Dingern da jetzt leer sein. Deswegen hapert das gerade ein wenig. Genau, gib mir Zahnräder, das ist gut. Das Ding müssen wir hinten in die Nähe vom Stahl hinpappen. Eisen, ja, es sind sogar gleich drei, die leer sind. Das ist kein Problem. So. Da machen wir alte Fließbänder. So. Bis nach da oben. Eins, zwei. Kriegen wir hier noch eine Kurve hin? Nee, ne? Ne. Habe ich einen Landfill? Oh, den Landfill-Mod habe ich, glaube ich, gar nicht aktiv gerade. Ja, das wird schon mal nix. Dann probiere ich gleich mal einen Trick aus den Kommentaren. Und zwar, bisher habe ich den Splitter ja wirklich nur als Splitter genutzt. Der Tipp in den Kommentaren war, den Splitter als Merger zu benutzen. Das heißt, es kommen zwei Fließbänder rein, das wird alles auf ein Fließband gelegt. Dadurch spare ich mir dieses ganze Zusammengequetsche hier. Wobei das jetzt auch schon alles durchgehend fast ist. Hm. Noch mehr Arbeit für die Roboter? Nee, die Roboter kommen jetzt schon nicht hinterher. Na gut, trotzdem soll ich die Dinger schon mal hinsetzen. Muster, Muster, Muster. Trotzdem schon mal hinsetzen, damit die eventuell dann später durch Roboter ersetzt werden können. Aber erst muss es abgebaut werden, alles. So, und ihr braucht alle schön die da. Die da. Die da. Oh, du hast auch keine. Okay. Hier ist aber alles gut, ne? Ja. So, du kommst jetzt mal damit. Und dann kommt hier jetzt ein Splitter hin und der macht diese Merger-Arbeit. So. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Und tut's auch, ja. Also es ist proppe voll. Durchgehend. Und ich wollte es nicht durch rote Fließbänder ersetzen, auch wenn es inzwischen sogar bezahlbar wäre. Wir haben halt erstmal gerade einen kurzen Engpass. Also okay, wir haben immer noch 8000 flüssig da über, das ist schon vertretbar. So, also Zahnräder gießen. Ich hätte gerne hier eine Fabrik, ich hätte gerne Stahlzahnräder, da brauche ich nur Stahl für. Das heißt, wir zwacken uns hier was ab. Darf bitte ein paar Zeug. Und das Ganze kommt rein in eine Kiste. Und zwar in so eine Kiste. Die im Einflussbereich liegt. Also müsste ich da dann immer schön regelmäßig meine Zahnräder bekommen. Für die besseren Roboports. Damit wir mehr Roboter haben. Damit mehr Roboter mich beliefern können. Genau. Nimmt es von da, gibt es zu mir. Das ist eine sehr schöne Art der Beschäftigung. Du, stell bitte den da her. So. Stahltank wird sie dann auch gleich leeren, aber das ist okay. Achso, wir sollten dich beschränken. Beschränk dich mal auf 4 Slots. Das ist okay. Gut. Kupfer. Kupfer ist immer noch ein Problem, obwohl jetzt hunderte von Robotern am Rumfliegen sind. Nur um mehr Kupfer ranzubringen. Das ist schade.
Aber deswegen wollen wir das da unten auch machen. Hier ist durchgehender Stau. Oh, Sludge. Sludge, 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 Sludge. Das ist nicht gut. Weg. Weg. Alles weg. Ich brauche doch MK4-Tanks. Später. Du, 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 du. So, jetzt sollte das besser aussehen. Genau, jetzt ist er wieder bei seinem alten Maß. Jetzt huscht das da alles wieder rauf. Swish, 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 swish. Gut, 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 gut. Ja, okay. Das sollte jetzt wieder werden. Bitte bau noch einen von den tollen Robots. Noch ein paar von den Kisten. Noch ein paar von den Kisten. Wie schaut es hier aus? 200 lila Chips. Okay, die lasse ich, glaube ich, auch erstmal drin. Schaut es bei blauen aus? Geht so. Rot geht so. Grün ist leer. Ja, ich hoffe, das behebt sich jetzt so ein wenig. Ja, die Kisten werden beliefert. Ist auch fast durchgehend was drin. Wir kommen da nicht hinterher. Warum haben wir Available Robots 200... Achso, ja okay, wir haben Available Robots 212, weil die Kisten bei den Mining Drills nicht durchgehend befüllt werden können von den Mining Drills selbst. Deswegen ja auch die Kupfermine im Westen. Okay, kümmern wir uns weiter darum. Ich brauche Lasertürme. Ganz viele Lasertürme. Und ich hätte gerne einen Weg hier durch und ja, gib mir noch mehr Zeug. Die Jungs brauchen unbedingt mehr Tragkapazität und mehr Geschwindigkeit. Ich bin auch fast versucht, ihnen das zu geben, aber wir brauchen die Alien Packs für so viel anderes Zeug. So, hier. Der Knödel da kann weg. So. Dann kommen wir auch schon mal an die Lasertürme ran. Das ist gut. Hier kann jetzt einer von den tollen neuen Ruheports hin. Boah, guckt euch mal die Reichweite an von dem. Ah, ist doch super. Da. Alles abgedeckt hier. Und das ist MK1. Ich will nicht wissen, wie MK3 denn abgeht. Da können wir einen Roboport hinstellen. Die Frage ist halt nur, ob der auch schnell genug aufladen kann. Also ja, er hat doppelte Recharge-Geschwindigkeit, aber er wird trotzdem nur 4 Dockplätze haben. Und das ist ja das Hauptproblem. Da gibt es auch einen extra Mod für. Der halt nur dafür da ist, Dingensbummels zu machen. Also so ein Strommast quasi, aber der ist zum Aufladen nur da. So. Einfach das ganze System hier weitermachen. Wenn ich auf Bäume treffe, dann müssen die Bäume erstmal weg. Bäume weg. Bäume weg. Bäume weg. Kleinkram weg. Kleinkram weg. Hau hier mal eine Logistikkiste, die wir nicht haben, hin. Mist. Schade. Wenn ich hier eine Logistikkiste hätte, dann könnte ich da die Lasertürme, die ich gerade baue, reinhauen. Ich könnte die Sandmauern hinbauen, falls da was fehlt. Und sie könnten die Hölzer, die sie abreißen, hier schneller einlagern. Deswegen baue ich das jetzt mal. Keine große, klein da. So. Na, keine. Oh, gut. So. So, da. Und da tust du bitte mal rein. Sandmauern, normale Mauern, Lasertürme. Und währenddessen baust du mehr Lasertürme.